Da sind wir wieder. Heute geht es um dies und das. Ja? So diese Dosen anklemmen, ne? Und diese neuen Schaltdosen, dass wir das hier eben ein bisschen alles neu verlöten. Hier diese Anschlusskabel, hier, was wir hier so haben. Ja, so ein Flipper, Trittstufe noch eben ein bisschen was einbauen. So dies und das halt. Ne? So Kleinigkeiten halt. Ne? Ein bisschen Elektro, ein bisschen Trittstufe. Mal gucken, was uns so einfällt. Ne? Ja, auf geht's. Hier sehen wir unsere Kabel rauskommen. Hier sind alle Endhülsen drauf. Die sind vielleicht auch schon mal geknickt gewesen. Die müssen wir dann alle wieder anschließen. Diese packen wir hier hin. Und mal sehen, hier sitzt sie, glaube ich, ganz gut. Oder hier. Ich glaube, irgendwo hier hat sie gesessen. Da können wir sie wieder reinsetzen. Und dann gehen wir von oben mit dem durch. Ja, auch so. Diese Strippen hier, die von der Anhängerkupplung kommen, waren gar nicht verzinnt. Also die waren einfach nur verdreht und reingesteckt. Hier aus dieser Ecke sei noch mal eben erwähnt, dass wir persönlich das Verzinnen besser finden wie bei Ader-Endhülsen, weil das ist eine vernünftige Verbindung. So eine Ader-Endhülse, die kann da auch mal wackeln, rutschen. Im Regelfall nicht, wenn man die alle neu macht und die gut gequetscht sind. Aber Verzinnen, das ist so das alte Handwerk halt. Ne? Hier an dieser Stelle, halb unterm Wohnwagen, möchten wir natürlich noch mal gerne eben erwähnen, warum wechseln wir diese Kappen? Ja? Also das hier ist eine alte und die werden über die Jahre mit diesem ganzen Dichtmittel drauf werden die porös und passen sich nicht mehr so gut an. Das ist eine neue, die ist noch viel flexibler. Seht ihr das? Die kann ich so hin und her bewegen. Das gelingt mir bei der nicht mehr. Wenn die einen gewissen Alter haben und der Witterung ausgesetzt sind, dann sind diese kleinen Bubble-Dosen, nenne ich die immer so, Außenschaltdosen, ja, gibt es für 60 Cent. Ja, kriegt ihr hier im Baumarkt. Ja, hier macht ihr Löcher rein. Das hier weg damit. Ne? Das ist dann, ja, hat ausgedient, ja. Da machen wir neue, weiche Dosen und die schließen hier verhältnismäßig wirklich gut ab mit diesen Deckeln, ne? Waren ja von innen noch gar nicht verdreckt, obwohl das alles gar nicht eingeklebt war. Dann holen wir unser Handy raus und sehen hier auf unserem Bild, hier können wir jetzt ganz gut erkennen, wie das vorher angeschlossen war. Und genau das ist eben das Thema, wo wir immer wieder sagen, macht Bilder mit dem Handy, ihr habt die Dinger dabei, ja, dann wisst ihr nachher genau wieder, wie es verschaltet war. Ne? Und hier verschalten wir das mit den neuen Dosen. Das mit den Kabeln bis zum Ende, dass wir es richtig zumachen, das machen wir erst, wenn wir hier oben die gesamte Beleuchtung getestet haben, auch die Anhängerkupplung. Nicht, dass wir uns hier vielleicht doch noch irgendwo verschaltet haben. Und hier müssen wir auch immer wieder ran, wenn wir nochmal irgendwas anbauen wollen. Ne? Irgendeine Zusatzbeleuchtung, weiß man ja nicht. Ne? Aber jetzt wissen wir, wo es rangeht. Ja. Wir haben das jetzt mal eben richtig gestellt. Wir haben diese Vago-Klemme 221 genommen mit dem Bügel zum Runterklappen. Da haben wir auch jetzt mit Vago telefoniert, bis 1,5 Quadrat mit diesen. Das ist so ein fertiger Satz, Ader-Endhülsen. Das sind so ganz kleine, die haben wir draufgezogen. Das klappen wir zu. Hier haben wir so eine Zange hier. Ich zoome euch mal ran. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus für alle Nicht-Elektriker. So. So, hier könnt ihr das sehen, wie das zusammengeht. Da sind also so richtig Dinger drin und dann zack, geht das wieder auf und zu. Pack da jetzt mal so eine Lüster, so eine Ader-Endhülse rein. So sieht das aus. Und dann drückt man den. Und dann kann man den wieder lösen und da ist ja nun auch das Kabel drin. Dann, jetzt könnt ihr sehen, wie diese Endhülse aussieht, wenn sie hier rauskommt. Ader-Endhülse. So haben wir das gemacht. Wir haben aber kleinere genommen und die ist richtig schön verquetscht. Die ist richtig schön verquetscht, nicht wahr? Das ist die Zange. Also wir finden, die haut ganz gut hin. Wir machen euch eine Verlinkung. Ja, so ein kompletter Satz mit Ader-Endhülsen. Ich glaube 20 Euro. So, wir setzen jetzt hier, machen Ader-Endhülsen drauf
und setzen die hier auf diese kleinen Vago-Spezialklemmen. Die kann man auch mit Other-End-Hülsen einsetzen. Und ich zeige das hier mal. Da passen die jetzt sehr gut drauf. Und dann klappt man die runter und dann sitzen die fest. Und die verschwinden hier auch ganz drin. Und so haben wir eine gute Verbindung. So, hier möchte ich euch jetzt noch mal zeigen, wie wir das Ganze austauschen. Wir nehmen diese hier los, die Leitung. Ja. Ich sehe immer zu, dass sie gut stramm raufpassen. So, dass wir vorne noch so ein ganz bisschen sehen. Das ist gut. Und die geht echt gut hier. Das muss man wirklich sagen. Hier haben wir jetzt noch die letzte. Ja, die Leitungen werden natürlich kürzer. Alle drin, alle zu. Klappe tot. Maus weg. Erstmal verschossen, das verlegen wir noch. An dieser Stelle wollen wir uns hier noch mal eben ganz kurz entschuldigen, das mit dem Löten war falsch. Also das mit dem Löten war schon richtig, aber hätte man die Adern richtig verdrillen müssen, richtig verlöten müssen, Schrumpfschlauch rüber, keine Lüsterklemme, weil hier ein Materialfluss stattfindet und das Zinn gibt nach und die Lüsterklemme kann sich dann lösen. Darüber hatten wir gute, konstruktive Kritik, dass finden wir auch absolut super und aus diesem Grunde haben wir uns auch entschlossen, die Fehler drin zu lassen und weisen darauf hin. Und konstruktive Kritik, da können wir alle durchlernen und wenn ihr die Kommentare mal durchliest, da stehen auch oftmals viele Tipps drin, die man noch weiterhin gebrauchen kann. Ich denke, das ist auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass man gemeinschaftlich die Erfahrungen da irgendwo alle austauscht. Ja, wir haben es jetzt mit diesen Ader-Endhülsen gemacht und den Vago zum Klappen mit der Begründung, weil die Ader-Endhülsen hätten jetzt nicht raufgemusst. Wir hätten auch diese kleinen Kupferdrähtchen so reinstecken können und die Vago-Klemme umklemmen können. Aber wenn wir irgendwo stehen und wir müssen da mal bei, dann ist es in unseren Augen, so sehen wir es, angenehmer, wenn da Ader-Endhülsen drauf sind, weil wenn man Probleme hat, dann ist das meistens irgendwo auf dem Campingplatz oder mitten in der Matsche. Und wir müssen da hinten mal bei, dann haben wir nicht die ganzen kleinen verdrehten Drehdähnchen, die wir dann nicht richtig wieder zusammendrehen können und nicht wieder vernünftig stecken können. Also das war eben so mal am Rande erwähnt und ich hoffe, dass der Film jetzt trotzdem soweit auch gut gefällt und wir diesen Fehler somit auch ausgeräumt haben. Ja, und schönen Dank für euer Verständnis. Da bedanken wir uns ganz herzlich. Hier sehen wir das. Unsere Trittstufe, den Eingangsbereich, hier machen wir die erste Anprobe. Das Blech haben wir neu lackiert, das sind die alten Bürsten dazu. Von unten machen wir die Bürsten noch neu. Aber müssen wir gucken, ob wir es vielleicht erst noch reinpacken oder danach mit Folie schützen. Weil hier wird ja noch jede Menge gearbeitet. Hier müssen noch Proppen drauf, das muss noch gereinigt werden. Die Aluschiene muss hier wieder rauf. Die ganze Tür muss noch raus. Mal sehen, wie wir es genau machen. Hier haben wir schon eine Bürste fertig geschnitten. Das sind normale Bürsten vom Baumarkt. Das sind Bürsten für die Türschweller, die werden hier eingeschoben für Türen. Ja, die kann man da reinschieben, das ist jetzt frisch abgekniffen, deswegen hart das hier ein bisschen. Aber wir zeigen euch mal eben, wie schnell sowas geht. Wir legen die hier auf Länge an, ist ja von unten. Genau drauf, dass wir wissen, wo wir bohren müssen, weil wir die nachher aufeinander legen wollen. Jetzt nehmen wir hier dieses Element und schieben das hier hinein und kneifen den hier ab. Jetzt lässt dieser sich hier drinnen noch hin und her bewegen. Tröpfche, Sekundenkleber machen wir hier. Einen Tropfen rein. Schieben wir den da ein. Ausjustieren. Wunderbar, unsere Bürste ist fertig. Jetzt schrauben wir die mal an. Hier bei diesem fehlt hier hinten ein Streifen. Den wollen wir hier auch abnehmen. Ich zeige euch, wie das geht. Wir haben die einfach so aufeinander gelegt. Ja. Dann haben wir mit einem Cutter den hier angeritzt. So.
den Kunststoff, ja. Jetzt, wo wir das angeritzt haben, können wir mit einer solchen Zange, ja, die hier so greift, ne, greife ich den hier, knick den ein bisschen, und dann ziehe ich den hier weg und der geht genau hier bei dem Riss. Seht ihr das? Zack, da ist er ab. Damit haben wir die Länge. Das geht besser als Sägen. So, bei diesen hier, da haben wir außer die Kaltschnauze, die hier uns hier ein bisschen gegenguckt, ne? Hier, die hier. Die wollten wir ein bisschen kürzen. Und wisst ihr, wie das am besten geht? Ey, nimm die Schnauze da weg, sonst bist du auch weg. Das geht am besten mit einem alten Schergerät und dann schneidet ihr hier so lang und passt auf, dass ihr da keine Nase zwischenkriegt, ja? Aber mit der Schere das abschneiden, wir zoomen euch noch mal ran. Also, dieses Abschneiden hier geht am besten mit dieser Maschine, mit dem Bartschneider. Ja, mit der Schere haben wir das versucht, das wird nichts mit der Schere. Ja, weil wir ja gerade die Trittstufe einbauen. Und dann müssen wir das hier ein bisschen kürzen auf der einen Seite, weil wir die doppelt übereinander legen. Wir zeigen euch nachher, wie es aussieht. Bis gleich. Hier sehen wir jetzt den Griff von dem Wohnmobil, was wir hier jetzt, das Blech haben wir neu lackiert, natürlich neue Schrauben, den Griff gereinigt. Und wenn wir jetzt zumachen, hakt er und arretiert auch gut. Und nach vorne, den guten Griff, geht es hier auch gut auf. Von hier unten sehen wir jetzt, wie das bewegt wird. Da sehen wir jetzt die Bewegung in diesen Düssen. Ganz weiter, ganz da vorne, genau so sehen wir das jetzt hier schön in der Bewegung. Ja, das sind unsere Bürsten. Wir haben sie hier doppelt genommen, zwei Stück übereinander gelegt. Diese Seite haben wir ein bisschen gekürzt. Die müssen sich natürlich hier überlappen, weil anders schließen die ja nicht sauber ab. Wie lange das funktioniert, müssen wir sehen. So eine Bürste ist nicht allzu teuer. Die kann man dann wieder ersetzen. Aber hierdurch wird uns natürlich Dreck und so weiter drin ferngehalten und Viehzeug. Das war dann die Fertigstellung der Trittstufe. Da müssen wir noch ein Kabel anschließen, aber die Elektrik haben wir ja sonst auch soweit. Die müssen wir noch verlegen. Das machen wir aber ganz zum Schluss, wenn wir nachher die Funktionen alle geprüft haben. Wir sind gerade dabei, den abzubocken. Kathi nimmt die letzte Stütze weg. Wir haben den genau auf der Achse. Er steht wieder. Er steht wieder auf seinen Beinen. Und jetzt wollen wir reingehen und gucken, wie fest das steht. Sind schon ganz gespannt wegen den neuen Federn, ne? Wollen wir mal gucken. Ja, ich würde sagen, es steht einen Ticken höher. Aber wir gucken. Bis denn.